Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem wohl etwas längeren Büchermonat aus dem Monat Mai. Ja, wir werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit und wundert euch nicht, alle Videoclips werden, glaube ich, noch mit blonden Haaren sein, denn braun wurden sie tatsächlich dann erst Anfang jetzt Juni. Also wundert euch nicht, wenn ihr demnächst die blonde Steffi seht, grüßt sie von Hanni, das klingt ziemlich schizophren, aber ja, wundert euch also nicht. Ich habe sie jetzt erst ganz kurz sozusagen wieder braun gefärbt und back to the roots sozusagen. Und ja, der Mai war aber noch blond. Ja, es war ein sehr, sehr guter Monat. Wahrscheinlich hing das auch damit zusammen, dass ich im Grunde 1,5 Wochen krank war und dann auch noch eine Woche Urlaub hatte. Und da sind es tatsächlich 11 komplette Bücher geworden und 2 habe ich zum Teil gelesen gehabt, eben weil da eben einfach noch 2-3 Tage dann im Monat waren und die stelle ich dann am Ende sozusagen vor. Und insgesamt haben wir eine Seitenanzahl von 4.687 Seiten und das waren tatsächlich rund 150 Seiten am Tag. Es wird nicht ganz hinkommen, weil, wie gesagt, wie ich wirklich mit Fieber krank lag, habe ich eher nicht gelesen, da habe ich gehört, es ist auch ein Hörbuch dabei. Und im Urlaub war es dann auf jeden Fall ein bisschen intensiver mit Lesen. Und wie ich krank war und dann das Fieber weg war, habe ich natürlich auch gelesen, weil Seriensuchten irgendwie war mir nicht danach. Und wenn man krank ist, bleibt einem ja eigentlich nicht mehr viel, wenn man kein Hartz-IV-Fernsehen gucken möchte. Und ja, es ist ein sehr bunt gemischter Monat, E-Books und echte Bücher. Und man sieht Urban Fantasy, man sieht tatsächlich Dystopie, man sieht ein bisschen Liebe, man sieht auch eine absolute Leseenttäuschung, man sieht einen Thriller und ganz unterschiedliche Dinge. Und ich denke, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit den 11 kleinen Videoclips. Und wir sehen uns dann ja auf jeden Fall nochmal. Beginnen wir in diesem Monat mit Pharos von Laura Labas, welches im Oktober 2014 erschienen ist und ich durch eine Leserunde bei Lovely Books direkt von der Autorin gewonnen habe. Und zwar ist es so, dass wenn einem das erste Buch im Grunde gefällt, man direkt weiterlesen kann und einem dann diese E-Books zur Verfügung gestellt werden, so nach und nach. Und ich war sehr gespannt, die Thematik mit diesen Pharos, was so eine Art Gestaltwandler waren, hat mich einfach unglaublich angesprochen. Und ich lese eben auch sehr gerne in Gemeinschaft, in Leserunden und so habe ich mich auf dieses Projekt sozusagen sehr gefreut. Ja, wir haben hier Raina, ein junges Mädchen, das schon relativ früh entdeckt hat, dass sie irgendwie als Katze sich verwandeln kann, beziehungsweise ihren Geist in den einer Katze geben kann, dann den Geist der Katze kontrolliert und dann eben als Katze umherlaufen kann. Sie ist aber keine Gestaltwanderin, sondern eben ein Pharos, was sie viel später lernt, als eben ihre beste Freundin Felicity im Grunde auch etwas in diese Richtung ist und darin geschult werden soll. Allerdings erhofft man sich von der Freundin noch etwas anderes, was in dieser Gemeinschaft sozusagen zu tun wäre. Und da ist Raina ein bisschen hin und her gerissen, ob sie ihr Geheimnis offenbaren möchte oder nicht. Zudem hat sie noch einen besten Freund, Glenn. Und der versteht sich mit Felicity gar nicht. Der ist auch ein bisschen mysteriös, ein bisschen geheimnisvoll. Er hat einen Bruder, der ein paar Jahre vorher irgendwie auch brutal handgreiflich wurde und tatsächlich irgendwie weggesperrt wurde. Glenn hat das nicht so ganz verwunden, ist aber über die Freundschaft zu Raina sehr, sehr glücklich und zufrieden und sie verstehen sich auch wirklich gut. Doch dann passieren mysteriöse Dinge in dem Dorf oder in der Stadt, wo Raina eben lebt, denn sie lebt bei ihren Großeltern und sie spürt, dass da irgendetwas nicht ganz zusammenpasst, denn ihre Mutter ist eigentlich die Adoptivtochter ihrer Großeltern, also es sind gar nicht ihre echten Großeltern, geschweige denn ihre echten Mutter, aber sie spürt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, denn sie sieht ihrer Großmutter viel zu ähnlich, als dass sie eben gar nicht miteinander verwandt sein können. Dann passieren auch noch Morde und irgendwie scheint da etwas im Argen zu sein. Man hat das Gefühl, eben Gestaltwandler sind unterwegs und da lernen wir dann eben auch den Unterschied zwischen Gestaltwandler und Pharos und wir treffen auf Caden, der eigentlich dafür da ist, Felicity im Grunde das ein bisschen näher zu bringen, sie darin zu schulen, ein Pharos zu sein. Doch da bandelt sich irgendwas zwischen Raina und Caden an und dann taucht auch noch Theon auf, das ist der Bruder von Felicity und der scheint auch ein bisschen etwas für Raina zu empfinden. Und als dann auch noch die Leiche von Rainas
Freund, festen Freund, der seit einem Jahr verschwunden ist, auftaucht, ja, gibt es ganz viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen werden wunderbar aufgebaut. Es ist eine ganz, ganz tolle Idee mit diesem Pharos, eben der Absetzung im Grunde von Gestaltwandler. Man muss sich die eben einfach anders vorstellen, denn sie können nur die Gestalt annehmen, die sie das erste Mal auch angenommen haben. In Rainers Fall eben Katzen, bei Caden ist das ein anderes Tier. Und die Idee, dass man eben noch einen Unterschied zu den Gestaltwandler macht, fand ich sehr, sehr gelungen. Ich mochte den Gedanken dahinter, ich mochte die Umsetzung, ich mochte den Stil, der sehr spannend war, packend war, der viele Fragen aufgeworfen hat, man manchmal auch auf falsche Fährten gelockt wurde und man aber manchmal tatsächlich schon vielleicht ahnte, wie es irgendwie weitergehen könnte. Manchmal bekam man recht, manchmal ging der Weg einen anderen. Und das hat mir an dem Stil von Laura Labers wirklich gut gefallen. Es war ein spannender Auftakt. Es ist, glaube ich, insgesamt eine fünfteilige Reihe. Und es ist wirklich eine Reihe, die ich auf jeden Fall weiter verfolgen werde, vielleicht wirklich so ein bisschen monatlich einteilen werde, sodass ich möglichst viel dann auch von der Reihe habe. Und es hat Spaß gemacht, es in Gemeinschaft zu lesen. Die Autorin selbst ist eben auch bei der Leserunde dabei. Und es war eben besonders spannend durch eben auch einfach die Fragen, die sich in der Geschichte aufgeben, und auch wenn man zwei Antworten bekommt, haben sich drei neue Fragen geöffnet und es war einfach toll, da einzutauchen, sich da fallen zu lassen, da mitzugehen, wenn auch Rainer tatsächlich ein bisschen jung, naiv ist und nicht ganz mein Fall ist. Also es ist, ja, ich habe es vielleicht tatsächlich nicht mehr ganz mit so jugendlichen Charakteren. Finde ich sie dennoch an vielen Stellen einfach sehr tough, sehr stark und man hat das Gefühl, sie geht so ihren Weg. Und die Geschichte ist mehr oder weniger schon abgeschlossen, also es ist eine Geschichte in der Geschichte. Dennoch gibt es natürlich offene Fragen, die man dann hoffentlich im Band 2, 3 und so weiter im Grunde geklärt bekommt, um dann irgendwann das große Ganze zu greifen. Eine tolle Geschichte, ein toller Auftakt, kann ich wirklich empfehlen. Jeder, der so etwas gerne im Urban Fantasy-Bereich liest, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben und sollte sich die Reihe unbedingt mal ansehen. Ich fand den ersten Teil wirklich gut und freue mich dann auch, mit dem zweiten Teil weiterlesen zu können. Weiter geht es mit einem neuen Buch von der lieben Elvira Zeisler, Edingard, der Pfad der Träume. Ist der erste Band einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Und ich war sehr gespannt auf das neue Buch von Elvira, was mir dann auch in Taschenbuchform zur Verfügung gestellt wurde. Ist auch relativ aktuell, ich glaube im Februar erst erschienen. Das Cover, finde ich, ist ein wirklich absoluter Traum. Das ist ihr wirklich absolut gelungen. Auch wenn man sich die ganze Buchgestaltung anschaut, wie schön, ja, wirklich so von vorne, von der Seite. Sehr, sehr schön und finde ich, muss gerade bei Self-Publishern auch einfach mal erwähnt werden, dass sich da wirklich so viel Mühe bei den Covern gegeben wird. Und ja, es gibt ja auch genügend grottige Cover, deswegen finde ich wunderschöne Cover auf jeden Fall auch erwähnenswert. Ja, wir tauchen hier ein in die Welt von Cassie und Cassie hat Träume, ist eine Studentin in München und in diesen Träumen trifft sie Julian, wie auch immer wir ihn aussprechen möchten. Und sie treffen sich immer gemeinsam in den Träumen, also auch Julian scheint zu träumen, denn, und das erfahren wir, er lebt in Edingard, einer Parallelwelt zu der unsrigen, zu der Welt von Cassie, und beide können sich eben in den Träumen sozusagen besuchen, unterhalten und erleben das tatsächlich in ihren Träumen. Also wir haben im Grunde Träume, die in die Realität im Grunde dann gehören. Und Cassie erfährt von Julian, dass er ein Gefangener ist in Edingard und sie macht sich dann eben auf die Reise in diese Traumwelt und wir erleben Edingard als sehr mittelalterlich, als sehr rau, als sehr hart, als schon richtig, wie man sich eben diese Zeit vorstellt. Das ist uns sehr plastisch, wird uns das erzählt und ja, sie ist dann eben auf der Suche nach ihrem Julian und muss eben durch diese Welt reisen. Cassie war mir leider viel, viel, viel zu naiv für Alter. Sie ist mir viel zu unvorsichtig umgegangen. Sie hat das alles einfach viel zu unglaubwürdig, locker und leicht genommen. Das fand ich wirklich unglaublich schade, dass ich mit der Protagonistin nicht warm wurde. Ganz im Gegenteil dann zu Edingard. Diese Welt hat Elvira wirklich lebendig erscheinen lassen, dieses Mittelalter, wie das so sein könnte, wie man es ja auch aus anderen Büchern, Serien, Filmen kennt. Genauso hat man hier
das im Atem irgendwie gespürt, wie das so sein soll. Und Edingard ist wirklich vor meinen Augen erschienen. Das hat Elvira ganz, ganz toll hinbekommen. Sehr lebendig, sehr echt. Und man hat sich wirklich gefühlt, als würde man dahin durchgehen. Leider war die Geschichte einfach ein bisschen sehr vorhersehbar, was ich einfach sehr schade fand. Und es gab sehr wenig Interaktionen, dadurch, dass es eben auch sehr wenige lebendige Dialoge oder irgendwie was gab. Also man war sehr lange immer mit Cassie allein und hat ihren Weg verfolgt und es gab da einfach so wenig Miteinander mit jemand anderen und es war immer nur viel Cassie und eben die Welt, die uns gezeigt wurde, war aber sehr atmosphärisch. Man hat sich schon als Teil der Geschichte gefühlt. Man hat auch wirklich mit Cassie, ist man auch mitgefiebert und man wollte eben auch in diese große Welt mit eintauchen. Leider, wie gesagt, war es nicht ganz mein Auftakt einer Reihe. Man hat das mit den Träumen schon jetzt so oft erlebt. Man hat dieses naive, jugendliche Mädel auch einfach schon zu oft gehabt und ich kann zurzeit nichts mit naiven jungen Damen anfangen. Es ist nicht das erste Buch, wo ich das bemängele. Also da kann Elvira gar nichts. Ich bin wahrscheinlich auch einfach zu alt langsam für Jugendliteratur. Ich muss mir das wahrscheinlich eingestehen mit meinen über 30. Man sieht da die Welt eben einfach anders und erwartet das natürlich dann dementsprechend auch von seinen Protagonisten, von seinen Charakteren in Büchern. Edingard selbst ist aber absolut gelungen, diese wunderbare Welt, man fühlt sie, man atmet sie, man ist mit dabei, man will sich umgucken und man bekommt eben auch die Gelegenheit. Also an Kreativität mangelt es Elvira nicht und ich hoffe, dass Cassie sich tatsächlich ein bisschen erwachsener in den nächsten Teilen zeigt, sodass ich da einfach ein bisschen mehr mitgehen kann und ein bisschen mehr Begeisterung zeigen kann. Es war ein guter Auftakt und wer vielleicht wirklich noch nie was über Träumer oder sonstiges irgendwie gelesen hat, der wird sich an dieser Geschichte bestimmt erfreuen und wer vielleicht auch einfach ein bisschen jünger ist. Also ne? Es ist halt vielleicht wirklich nicht mehr ganz, dass ich die Zielgruppe bin, das ist tatsächlich wahrscheinlich einfach so. Aber ich denke für Jugendliche oder vielleicht tatsächlich so bis Mitte 20 ist das eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Welt und führt einen eben einfach in dieses Fantasy-Genre auch wunderbar ein und man möchte wirklich in Edingard einfach ein Stückchen bleiben. Und das hat Elvira wirklich toll hingebracht, dafür wirklich mein größtes Lob an Cassie, sollten wir aber noch ein bisschen arbeiten. Auch eine kleine Kurzgeschichte ist diesmal dabei und zwar Omi von Stephen King. Und es gibt bei Heine Verlag eine Aktion, die nennt sich Montag ist King-Tag. Und dort gibt es ganz, ganz viele kleine Kurzgeschichten von Stephen King, die bisher wohl auch unveröffentlicht waren, zumindest im deutschen Raum. Und Omi ist die 19. Story Selection. Und ist jetzt auch ganz aktuell, dann irgendwie im März, nein, wo sind wir jetzt, Mai, erschienen. Hat 77 Seiten und hat 1 Euro gekostet, beziehungsweise sogar nur 99 Cent. Ja, zu einer Kurzgeschichte kann man nicht so viel sagen. Es geht um George, der ist 11 Jahre, wohnt mit seiner Mutter und seinem Bruder bei der Oma. Und die Oma ist wohl blind und auch, er findet die sehr gruselig. Und er wird eines Tages allein gelassen, weil die Mutter ins Krankenhaus muss zu seinem Bruder, der sich das Bein irgendwie gebrochen hat und er malt sich da das Schlimmste aus, während er allein ist und es kommt sogar noch schlimmer, seine Omi stirbt, während er mit ihr alleine ist und dann geht der wahre Grusel erst los. Es ist eine Kurzgeschichte, daher sind 77 Seiten wirklich nicht viel, um Spannung aufzubauen, aber das Besondere hier ist einfach, dass man es mit den Augen von einem 11-jährigen Jungen sieht. Und jeder, der sich zurückerinnert und weiß, wie er vielleicht irgendwie mit 10, 11, 12 war, weiß, dass so manches da einfach in der Fantasie ganz viel mehr tut, als es tatsächlich der Fall ist. Und so ist es hier auch. Wir erleben eine Geschichte, die, glaube ich, sehr unspektakulär eigentlich ist, weil es passiert eigentlich nicht viel, außer dass die Omi irgendwie stirbt. Aber allein, was dann eben George empfindet, was er fühlt, das ist unglaublich Gänsehaut und gruselig. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm, fand ich. Und es hat mich wirklich tatsächlich mitgerissen. Es war natürlich kein langer Mitriss bei 77 Seiten. Anfangs hat es so ein bisschen vor sich hingeplätschert und dann ging es wirklich spannend und steigend bergauf. Und es war dann sehr abrupt zu Ende, da war man dann wieder ein bisschen verwundert und es tun sich eben auch so Geheimnisse um Omi auf und es stürmt draußen und diese Atmosphäre, wo ja wirklich Stephen King immer wieder schafft,
allein mit Atmosphäre wirklich sich in diese Situation hineinversetzen zu können, schafft er hier auf 77 Seiten wirklich bombastisch. Es war eine tolle Kurzgeschichte. Ich glaube, man muss einfach ein Fan von Kurzgeschichten sein und man muss sich auch darauf einlassen, weil man muss wirklich von Anfang an in diese Geschichte eintauchen. Ich fand sie sehr gelungen, ich fand sie sehr gut und ich fand ja, Omi wirklich gruselig. Es war mal wieder Testlesezeit und zwar habe ich zusammen mit Tobi, Lotta, Joyce und David, die Kanäle werdet ihr auf jeden Fall in der Infobox finden, Anyone Dies in Paradise gelesen von der lieben Laura Newman, auch ihren Kanal natürlich in der Infobox. Es ist der zweite Teil, sozusagen Hashtag Adib 2 und der erste Teil war ja Another Day in Paradise und ja, jetzt kommt im Juli, glaube ich, ist geplant, der zweite Teil auf den Markt. Und ich habe mich unglaublich gefreut, wieder mit Test zu lesen, die ersten Eindrücke direkt ja, an Laura geben zu können. Und ich mache das immer mal in Notizheftchen und übertrage es dann ins Forum, was diesmal Laura eingerichtet hat für alle Testleser, damit man sich da so ein bisschen austauschen kann, was fällt vielleicht wem irgendwie wo auf oder ne. Das finde ich unglaublich toll. Es hat wieder mega, mega Spaß gemacht. Und ja, Another Day in Paradise ist ja im letzten Jahr erschienen, ist so ein bisschen ein Zombie-Apokalypse-Roadtrip mit wenig Zombie-Anteil, würde ich sagen. Was war sehr humorvoll, hatte tolle Bezüge zu Ideen und Kreativität in der Geschichte und es war ein Roadtrip, der mir unglaublichen Spaß im letzten Jahr gemacht hat. Er war ja in Texas, in den USA, handelt die Geschichte und es gibt eben diese Deadheads. Das ist eben so eine Art Zombie, die man daran erkennt, dass sich ihre Augen eben schwarz färben und sie dann eben nur noch ja, tun, handeln wollen und keine Gefühle oder sonstiges mehr haben, also so ein bisschen typisch Zombie-mäßig unterwegs sind. Und es war ja eigentlich mein erstes Zombie-Buch und hat mich ja direkt so ein bisschen in die Materie geworfen. Ich habe ja nach Another Day in Paradise auch noch ein Zombie-Buch gelesen, also man sieht, sie hat mich da tatsächlich angefixt, die liebe Laura. Und ich war natürlich mega gespannt, wie sie nach dem ersten Teil weitermacht, was uns im zweiten Teil erwarten wird. Und ja, man sieht es schon am Cover, wir sind diesmal nicht im heißen, sandigen Texas. Nein, wir sind irgendwo, wo es schneit und wo es sehr, sehr viel Schnee gibt. Und das ist natürlich dann nochmal so eine extra Aufgabe, wenn man da im Grunde auf der Flucht mehr oder weniger ist, wenn man dann noch Kälte hat, Schnee hat und ja, sich nicht in der Sonne vielleicht ahnen kann. Das hat man im ersten auch nicht getan, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es war unglaublich spannend. Es ist ein bisschen erwachsener geworden als der erste Teil. Das auf jeden Fall. Das fand ich sehr, sehr positiv. Ich mochte so manche Anspielungen wieder in den Büchern. Ich mag einfach auch den Humor von Laura sehr. Ich mochte auch wieder die Charaktere, die ein bisschen reifer gewirkt haben, ein bisschen realistischer, die Geschichte. Ja, das hat es unglaublich spannend gemacht und hat mir viel, viel Spaß gebracht. Und ich bin sehr, sehr gespannt dann auf das Endresultat, was Laura jetzt so nach den Testlesern sozusagen noch ein bisschen verändert, insofern überhaupt da so große Anmerkungen dabei sind, ne? Und wie dann wirklich das Endbuch sozusagen rauskommt und dann auch, ja, bin auch gespannt auf die Meinungen. Viele, viele andere Booktuber, die ja schon den ersten Teil gelesen haben, wie sie das so finden und werdet auch die Rezension dann natürlich verfolgen, weil ich einfach die Arbeit und auch die Motivation, die Laura mir auch immer so ein bisschen schenkt, ich finde das einfach sehr beeindruckend und man spürt das auch wieder in der Geschichte, dass da so viel Herzblut dabei ist und auch so viel Laura in den Büchern steckt und in dem Fall dann eben auch ihr Freund so ein bisschen. Man spürt, dass eben der männliche Part ein bisschen härter ist, als sie vielleicht selbst tatsächlich so geschrieben hätte und ich mag das unglaublich gerne, dass ich das so, ja, dass man das einfach spürt und merkt und da einfach so ein bisschen Autorengeist mit in den Büchern drin steckt und ja, das hat viel, viel Spaß gemacht und wer jetzt den ersten Teil noch nicht kennt, sollte jetzt langsam zugreifen, lesen, denn der zweite Teil ist nicht mehr fern und es wird, glaube ich, auch bei den zwei Bänden bleiben, sodass ihr da die Reihe dann im Juli komplett genießen könnt und ja, wünsche euch da auf jeden Fall viel Spaß. Hope Forever von Colleen Hoover habe ich ja diesen Monat in meinem Audible-Abo gehört
und hatte knapp eine Hördauer von etwas über 8 Stunden, was in etwa 528 Seiten entspricht. Und ich habe es mir ja in der Woche, in der ich krank war, herausgesucht, weil ich dachte, hören geht eigentlich immer. Weil Lesen, Selbstlesen ist halt gerade, wenn man im Fieberwahn ist, nicht so einfach. Und es war auch wirklich sehr gut ausgewählt, weil mir die Sprecherin Birte Schnüinke oder Schönle, wie auch immer, auch sehr gut vom Sprechen gefallen hat. Ich bin ein großer Fan von Colleen Hoover Büchern, zumindest immer von den ersten Bänden. Bei der Laken-Reihe fand ich ja Band 2 noch okay, Band 3 gar nicht mehr so gut. Und so wird es auch bei Hope Forever, was glaube ich auch noch einen zweiten Band hat vom Hope Forever, wohl beim ersten Band bleiben. Ja, es ist im Grunde ein typischer Colleen Hoover, der sich um eine Jugendliche kümmert, eben um Sky, die ja doch das ein oder andere an Erfahrung schon hat mit Jungs, aber noch nie den letzten Schritt gegangen ist, bis sie dann auf Dean trifft. Und bei dem spürt sie irgendwie alles. Bei dem hat sie Schmetterlinge, bei dem geht ihm das Herz auf. Und ja, sie hat auch eine recht strenge Mutter. Es gibt kein Internet, es gibt kein Handy, es gibt kein Fernsehen. Und so hat sie mit ihrer besten Freundin, die auch gleichzeitig ihre Nachbarin ist, im Grunde so ein bisschen ein DVD-Abendabkommen. Und sie wurde auch zu Hause unterrichtet, was es ein bisschen schwieriger gemacht hat, vielleicht Freundschaften zu schließen. Und sie hat auch so ein bisschen den schlechten Ruf weg, eben wegen ihrer Jungsbekanntschaften, mit denen aber eigentlich gar nicht so lief, wie das die Gerüchte wollen. Und doch verbirgt sich in Sky ein ja, sehr großes Unwohlsein, ein etwas merkwürdiges Gefühl, was das Zusammentreffen mit Jungs eben zu tun hat, bis sie eben dann auf Dean trifft, der alles ein bisschen verändert. Und bei beiden spürt man, es ist irgendwie ein Geheimnis in beiden, was sie vielleicht irgendwie verbinden könnte oder auch nicht. Zu viel verraten kann man natürlich nicht, weil es gibt natürlich immer einen gewissen Plot-Twist innerhalb der Geschichten von Colleen Hoover, die sie zu etwas Besonderem machen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht mit der Thematik gerechnet, die in diesem Buch auf mich wartet, war daher wirklich sehr bestürzt, überrascht und fand es toll, wie Colleen Hoover das Thema angesprochen hat, wie sie es rübergebracht hat, wie sie die Charaktere dargestellt hat, dafür, dass das ja Jugendliche 17, 18, 19 sind, haben die wirklich sehr intensive Gefühle und das ist auch das, was bei mir als Leser ankommt, dass es sehr intensiv ist, sehr lebendig ist, sich sehr echt anfühlt und man wirklich den Eindruck hat, dass es diese Geschichten im wahren Leben wahrscheinlich hundertfach irgendwie gibt, was mir unglaublich gut gerade so vielleicht die erste Hälfte bis dann eben so ein bisschen dieser eigentliche Gedanke hinter dem Buch kam, was mir total gut gefallen hat, waren wie die Gefühle, auch das Prickeln und Knispern bei Sky beschrieben waren. Ich fand, man hat sich selbst tatsächlich direkt 15 Jahre jünger gefühlt und man hat sich in Erinnerung gebracht, wie sich das angefühlt hat, gerade so dieses erste Verliebtsein und es ist eben anders, ob man sich mit 16 verliebt oder mit 30, das ist leider tatsächlich so, das ist mit 16, glaube ich, um einiges schöner, weil es ein bisschen ja, unvoreingenommener und vielleicht ein bisschen einfach anders ist und man sich da gerne dran erinnert, was man da so gedacht hat, gefühlt hat. Und das bringt Colleen Hoover unglaublich toll rüber und das hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, da so einzutauchen in die Geschichte, in die Gefühle von Sky und was sie da eben einfach empfunden hat. Und ich finde, das war unglaublich realistisch, auch dann eben die eigentliche Geschichte hinter der Geschichte, das große Geheimnis, was es wieder zu einem etwas sehr besonderen Buch gemacht hat, fand ich unglaublich toll und ich glaube, dass es tatsächlich einfach so ist, dass es das gibt, dass es und dass man eben genau das dann empfindet als Jugendliche oder ja, oder egal ob Männlein oder Weiblein. Und ich fand das toll. Ich mochte wirklich die Gefühlswelt. Es war nicht zu tragisch, nicht zu kitschig. Es hatte genau die Menge an Gefühl, die ich eben in diesen Geschichten mag. Und mich hat Colleen Hoover wieder total gefesselt, begeistert, überrascht, mitgenommen. Und es blieben natürlich die Augen auch nicht trocken. Und ich persönlich muss aber ehrlich sagen, dass mir das Lesen dann teilweise, das Vorlesen teilweise zu lange gedauert hat. Und ich glaube, dass Colleen Hoover bei mir definitiv ein Selbstleseautor ist, weil man dann einfach so ein Buch auch wegsuchten kann und man dann ja merkt, wenn es einen mitreißt, dass man es viel intensiver, schneller liest und beim Hören
wartet man halt immer drauf, jetzt mach weiter und immer noch 2 Stunden. Und es ist natürlich auch von der Menge einfach, dass knapp 528 Seiten bei mir keine über 8 Stunden dauern würden. Und ich glaube, so einen Colleen Hoover ich noch auch einfach schneller lesen würde. Und das ist dann natürlich, wo man denkt, oh, jetzt wird spannend, ich will mehr. Aber man liegt natürlich krank zu Hause und sagt, eigentlich müsstest du schlafen. Oder man wird dann auch einfach irgendwann müde, wenn man mit Fieber auf der Couch liegt. Und das ist dann einfach, wo man sich so denkt, oh, ich würde gerne noch mehr und schneller, aber ne, ihr wisst, wie das ist. Also für mich ist Colleen Hoover wirklich eine sehr, sehr gelungene Autorin. Ich mag sie unglaublich gerne. Ich mochte bisher ihre Bücher gerne. Ich werde aber den zweiten Teil nicht lesen. Hope Forever ist der zweite Teil, der dann im Grunde die Geschichte nochmal erzählt aus der Perspektive von Dean, was ich persönlich immer nicht so mag. Ich mochte es auch bei der Lakin-Reihe nicht. Der dritte Teil war ja dann auch aus der Sicht, aus Wills Sicht. Das ist nicht so meine Welt. Wenn das innerhalb des Buches passiert und einem im Grunde die Geschichte weiterbringt, mag ich es unglaublich gerne. Aber dann ein extra Buch mit der gleichen Geschichte, nur aus der anderen Sicht, das ist nicht so mein Ding. Deswegen lasse ich es einfach und werde die Geschichte so als eine jetzt abgeschlossen sehen. Und weiß aber, dass auf jeden Fall der nächste Hoover auf mich wartet. Und ich mich da sehr freue, nochmal was weiterhin von ihr zu lesen, um mich von ihr in den Bann ziehen zu lassen. Und wirklich von mir ein absolutes Lesehighlight diesen Monat fand ich wirklich ganz, ganz toll. Auf das neue Buch von Britta Sabag habe ich mich unglaublich gefreut. So habe ich ja die 4 vorangegangenen von ihr wirklich gerne gelesen und in guter Erinnerung. Der Sommer mit Pippa ist erschienen im Rowohlt Verlag, was mich schon ein bisschen irritiert hat, weil es ein anderer Verlag ist als die anderen Bücher, samt eines ganz anderen Covergestaltung, die wirklich ganz anders aussieht als die, die man vorher kennt. Es hätte mich vielleicht schon darauf hinweisen sollen, dass auch der Inhalt ein bisschen anders ist, aber das weiß man dann natürlich erst im Nachhinein. In dem Buch geht es um Sarah, die ist eine sehr erfolgsorientierte Frau, sie ist Anwältin, hat den perfekten, etwas reicheren Lebensgefährten, sie haben vor zu heiraten, sie selbst kommt von einer Schweinefarm, ihre Eltern waren Bauern, hat früh gelernt, dass irgendwie das mit Freundinnen nicht so ihr Ding sind, sie haben so lose Bekannte, sie und ihr Verlobter Philipp, und als sie dann an die Hochzeitsplanung herangeht und sie tut sich da tatsächlich ein bisschen schwer, weil sie doch sehr perfektionistisch ist, wird ihr auch so ein bisschen gesagt, eigentlich braucht sie eine Trauzeugin, die beste Freundin überhaupt ist das in der Regel, und sie merkt irgendwie, sie hat keine beste Freundin, und bei einem Friseurtermin zusammen mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter, die wirklich so ein bisschen verrückt ist, allein was sie in den Ehevertrag sich so vornimmt, trifft sie auf Pippa. Und Pippa ist eben genau das Gegenteil, so eine Lebefrau, lustig, direkt, humorvoll, fliegt irgendwie durchs Leben, lebt so ein bisschen, ja, Secondhand hat man den Eindruck, ohne das jetzt negativ beurteilen zu wollen, aber ich glaube so, man kann die Gegensätze der beiden erkennen, und beide planen jetzt eben die Hochzeit von Sarah. Natürlich geht das nicht ganz leicht vonstatten, es gibt viele Irrungen und Wirrungen. Und hier kommen wir auch schon zu den Irrungen und Wirrungen, denn ich konnte mit Sarah gar nichts anfangen. Sie ist ja die Protagonistin der Geschichte, es wird aus ihrer Sicht erzählt, und ich wurde mit ihr überhaupt nicht warm. Ich fand sie dumm, ich fand sie naiv, ich fand sie arrogant, viel zu überheblich. Jegliches Klischee, was man sich von so einer Frau erwartet, wurde uns hier erzählt, und ich fand es einfach schrecklich, ihr folgen zu müssen. Pippa ist wiederum genau das Gegenteil, was eigentlich schon sympathischer ist, weil sie einfach lustiger ist, direkter ist, so das Leben nimmt, wie es kommt, und eben auch nicht von oben herab auf andere guckt. Aber es sind mir einfach zu offensichtlichere Gegensätze. Es war unglaublich viel Klischee, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Dazu kommt noch Philipp, der zukünftige Ehemann, und alles war so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mit viel Fantasie konnte man noch alles so irgendwie als Zufall abtun, aber ich fand es unmöglich. Mir hat die Geschichte keinen Spaß gebracht. Ich habe zwischenzeitlich ganz oft den Kopf geschüttelt, das Buch wieder weggelegt, dann gedacht, naja, vielleicht kommt irgendwie die Wendung dann doch noch, und sie kam leider irgendwie nicht. Das Ende ist sehr offensichtlich, überhaupt vieles, was darin passiert, war vorhersehbar, und es hat einfach keinen Spaß gemacht, weil man mit Sarah nicht warm wurde, weil die sich benommen hat wie sonst etwas, und mir ist es noch nie passiert, dass ich einen Charakter so unhöflich finde, so wenig gemocht habe, so arrogant fand, wie es bei Sarah der Fall war. Und es ist mir ein Rätsel,
wo die witzigen, tollpatschigen Frauen aus den anderen Büchern von Britta Sabag irgendwie geblieben sind, die man so ins Herz geschlossen hat, mit denen man von einer Katastrophe in die andere gestürzt ist. Natürlich immer ein bisschen Klischee, so ist es eben oft bei Frauenromanen. Aber es hatte irgendwie nichts, was an Frühling, Sommer erinnert hat, das irgendwie Spaß gemacht hat, Lust gemacht hat oder einen zum Strahlen gebracht hat. Und das fand ich wirklich ganz, ganz schade. Ich fand das Buch wirklich nicht gut und bin echt enttäuscht, wenn das die neue Britta Sabag sein soll und das ihr Stil wird. War es vermutlich tatsächlich das letzte Buch von ihr. Da haben mir ihre Vorgängerbände wirklich um Längen besser gefallen. Das waren ja wirklich Leseknaller, in denen man lachen konnte, mitfiebern konnte. Und hier war man einfach nur genervt von Sarah, von der Protagonistin und hat sich echt gedacht, wann hat die Geschichte endlich ein Ende? Finde ich unglaublich schade, weil ich es wirklich wollte, dass es mir gefällt, aber so ging es leider gar nicht. Und weiter geht es mit einem E-Book einer Booktube-Kollegin und zwar, ja, der allseits bekannten Niki Paula. Sie hat ein Buch veröffentlicht Ende April, Noelle und Noel. Und ja, es ist der Auftakt einer Reihe, die sich, der Start beginnt mit Die Geburt. Und aktuell ist es bei Amazon exklusiv erhältlich für 99 Cent und das Taschenbuch bekommt ihr bereits für 4,50 Euro, was ich wirklich günstig finde, was natürlich auch ein bisschen mit der Dünne des Buches sozusagen zu tun hat. Ich glaube, es waren unter 200 Seiten und hat sich natürlich dementsprechend auch schnell weglesen lassen. Ja, es geht um Noel, das ist der mit den 4 Buchstaben, der magische Kräfte hat, die er nicht ganz unter Kontrolle hat und in einem Hexendorf lebt. Und da spürt man schon ein bisschen, die Magie hat in dieser Geschichte so ein bisschen ihren Einfluss. Er steht vor der Feuerprobe und ja, möchte die eigentlich gar nicht bestehen und geht auch davon aus, dass er die gar nicht schafft, denn er möchte eigentlich auch frei leben und umherziehen und ja, die Freiheit einfach genießen. Und er erfährt aber dann von einem seiner Prüflinge sozusagen, ja, dass das Leben ja gar nicht so rosig ist, wenn man diese Prüfung nicht besteht, denn man muss dann als Diener einer derer dienen, die eben mit ihm die Prüfung gemacht haben. Und das möchte er gar nicht, denn ja, mit dem einen da kommt er, ich habe leider den Namen vergessen, kommt er eben gar nicht zurecht und der schikaniert ihn auch. Und ja, doch dann passiert bei der Feuerprobe so einiges und wir treffen auch auf Drachen, die ja schon in dem Cover angedeutet werden. Und ja, ich möchte jetzt natürlich nicht verraten, was da passiert. Der Titel Die Geburt verrät aber schon etwas, dass eben etwas in der Feuerprobe passiert. Und auch anhand des Titels Noel und Noel kann man irgendwie vielleicht darauf schließen, dass eben wir nicht nur bei dem einen Noel bleiben, sondern eben auch noch ja, einen zweiten Charakter sozusagen kennenlernen. Die Geschichte ist sehr kreativ, sehr atmosphärisch. Ich finde die Idee wirklich sehr, sehr gelungen und mochte wirklich die Gedanken, die so für mich zumindest scheinbar dahinter stehen, unglaublich gerne. Ich fand die Idee mit dieser Hexenwelt, mit diesen Hexer, mit dieser Feuerprobe, mit den Drachen sehr, sehr interessant. Auch was hinter der Geburt steht, fand ich eine sehr schöne Wendung, auf die ich wohl nicht gekommen wäre und die man dann sozusagen mit Spannung erwartet hat. Der Schreibstil ist sehr ungewöhnlich. Es ist tatsächlich so, dass uns der Charakter die Geschichte erzählt, uns als Leser auch anspricht, fand ich ja schon sehr kreativ, allerdings war es mir zu locker und zu leicht. Das ist so ein bisschen das Problem, was sich durch die ganze Geschichte zog, auch die Sprache, die verwendet wird, ist eben schon sehr jugendlich und sehr flapsig und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil es so ein bisschen oberflächlich gewirkt hat und nicht so recht an Tiefe gewonnen hat. Und auch diese ständige direkte Anrede ist sehr gewöhnungsbedürftig, klar kommt man dann irgendwo rein, aber es gab da eben auch so manchen Logikfehler, wo er dann aus dieser Ansicht schreiben sozusagen, also es ist wie wenn er ein Tagebuch schreibt, dann eben irgendwie doch wieder in die Erzählung kommt und er dann Dinge weiß und uns Dinge erzählt, die er gar nicht wissen kann, weil man weiß halt nicht, was hat der andere in dem Moment gedacht, außer ich würde dann sagen, er hat mir erzählt, das und das hat er gefühlt. Also das war nicht so ganz rund, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es da manchmal so Fragezeichen in einen aufgegangen ist und ja, dann hat mich auch wirklich sehr verwirrt das Namensspiel von Noel und Noel, wie man ja auch sieht, sehr
sehr ähnlich. Und wenn dann eben ein Kapitel mit einem der beiden sozusagen anfing, war es bei mir zumindest so, dass ich nach zwei Seiten irgendwie vergessen habe, oh, bin ich jetzt der vierbuchstabige oder der sechsbuchstabige, und war dann irgendwie verwirrt, weil ich dann wieder zurückblättern musste, ah, ich bin jetzt hier. Und das hat mich echt ein bisschen gestört. Das wäre, denke ich, schon einfacher gewesen, wenn man einfach zwei ein bisschen unterschiedlichere Namen gemacht hat. Es wird einem erklärt, warum und wie das so zustande kommt und was es mit den Namen auf sich hat. Und das ist auch absolut logisch und verständlich. Hat mir als Leser aber unglaublich schwer getan. Ich bin sonst ein Fan vom Perspektivwechsel und weiß das immer sehr zu schätzen, wenn man mir erzählt, wer oder was und wann und wo ich eben gerade bin. In dem Fall war es durch die durch den wenigen Unterschied der Namensgebung schon sehr schwer. Es war ein guter Auftakt, der Spaß gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man eben 10 Jahre jünger ist wie ich oder halt wirklich in der Zielgruppe ist, dass dann die Geschichte einfach ein bisschen mehr mitnimmt und auch einfach die Sprache ist, die man eben selbst spricht und es dementsprechend natürlich schon schöner und besser ist und einen vielleicht mehr packt. Ich wünsche mir auf jeden Fall für den nächsten Teil, der wohl schon im August erscheint, ein bisschen mehr Tiefe und ja, vielleicht ein ganz, ganz klein wenig ja, mehr Greifbares, dass es nicht ganz so abenteuerlich abstrus irgendwie ist. Ich finde da kein passendes Wort, dass man halt auch einfach ein bisschen mehr Infos bekommt, mehr Fragen beantwortet werden und man sich ein bisschen besser in die Geschichte hereinziehen kann. Ich bin da dennoch sehr gespannt. Wie gesagt, es war ein guter Auftakt und bin neugierig, wie es weitergeht, wenn auch das Buch die ein oder andere kleine Schwäche hat. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, die Geschichte lesen zu dürfen und bin gespannt, wie es weitergeht. In diesem Monat gab es auch ein Reread von mir. Jojo Moyes, ein ganzes halbes Jahr, habe ich nochmal gelesen, bevor es dann ins Kino geht. Denn die Verfilmung kommt, glaube ich, im Juni heraus. Und ich habe das Buch zusammen mit der lieben Vilja gelesen. Ihr findet ihren Kanal unten in der Infobox. Und ja, ich glaube, zur Geschichte muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Das Buch war ja damals, als es herauskam, in aller Munde. Es geht um Lou, eine 27-jährige junge Frau, die bei den Trainers angestellt wird. Denn Will Trainers sitzt im Rollstuhl, hat ein bisschen seinen Lebensmut verloren und sie soll ihm so ein bisschen zeigen, dass das Leben lebenswert ist, eben auch mit Behinderung. Und beide verändern das jeweilige Leben des anderen ungemein. Und das mit wunderbaren Emotionen, mit ganz viel Witz und mit einem sarkastischen Will, wie ich ihn einfach liebe. Ein Buch, das ich damals wirklich ganz, ganz toll fand, das mich total verstört und dennoch positiv zurückgelassen hat. Und das eben ganz anders ist, als ich es erwartet hatte. Und auch so beim zweiten Mal lesen, weiß man natürlich dennoch schon, wie es ausgeht, wann irgendwie was passiert. Und es hat mich dennoch mitgerissen. Und die Leseabschnitte, die wir festgelegt haben, die liebe Vilja und ich, waren fast tatsächlich zu kurz. Ich hätte gern immer manchmal weitergelesen. Manchmal habe ich das Pensum auch nicht an dem Tag geschafft, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wir lesen ja nur für uns. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Es hat so viel Emotionen von Lachen, Weinen, Fluchen, Freude. Alles ist da drin zu finden und es hat einen einfach mitgenommen. Und auch wenn es manche Dinge gibt, die mich gerade im Umfeld von Lou gestört haben, wie eben der Freund oder auch etwas die merkwürdige Schwester, muss ich wirklich sagen, dass ich gerade das Bild, das ich von Lou und von Will im Kopf habe, dass ich das einfach ganz, ganz toll und einmalig finde. Ich mochte die Ideen, die dahinter stehen, ich mochte die Möglichkeiten, die beide genutzt haben und ich fand auch das Ende durchweg, trotz aller Emotionen, wirklich sehr, sehr positiv. Und man geht aus so einer Geschichte eben nicht so heraus, wie man zu ihr hineingegangen ist. Und man ist da, also ich will jetzt nicht sagen, ein anderer Mensch, aber man spürt dennoch, dass da sich etwas tut und dass ganz tief in einem sich etwas tut. Und das finde ich so besonders an Büchern und auch gerade an Büchern, weil sie so selten ja tatsächlich bei einem so ankommen, dass man so viel Emotionen hat, dass man weint, dass man lacht, dass man schimpft. Das ist einfach, ja, das ist einfach toll und das zeigt eben, was Bücher in einem auslösen können. Selbst wenn es ein Reread ist, hat es mich absolut gefesselt und gepackt und den letzten Leseabschnitt konnte ich dann gar nicht mehr weglesen und war total begeistert, total gefesselt in dieser Welt. Und es war dann eben auch einfach alles so nachvollziehbar und es hat mich einfach mitgerissen. Also ganz, ganz tolles Buch. Ich habe auch ein paar Kennzeichnungen im Buch für mich gemacht. Das war ja das Ziel des Ganzen, als ich dieses Buch dann in echt sozusagen gekauft habe. Ich habe es damals ja nur als E-Book gelesen und ich fand auch das gemeinsame Lesen mit der lieben Vilja wieder ganz, ganz toll. Und ihr findet, wie gesagt, ihren Kanal auf jeden Fall in der Infobox und von mir absolute Leseempfehlung. Ich freue mich sehr auf den Film und ich kann bei dem Film, würde ich nur sagen, nehmen
nehmt Taschentücher mit und ja, wir freuen uns vielleicht zusammen auf die Verfilmung und dazu wird es, denke ich, dann auf jeden Fall auch ein Video geben. Und dann durfte mich mal wieder ein E-Book von der lieben Andrea Biefeld überraschen und begeistern. Und zwar Forgive Sommerzauber, ist jetzt relativ frisch erschienen, ist ihre 4-Jahreszeiten-Reihe. Es gibt da bereits einen Winterzauber und nächstes Jahr wird dann auch Frühling und voraussichtlich Herbst erscheinen. Man kann alle 4 Bücher, oder jetzt die beiden, die erschienen sind, komplett getrennt voneinander lesen, haben keinen Handlungsstrang, der irgendwie zueinander gehört, ist eben so im Großen und Ganzen in der Jahreszeitenreihe. Ja, Andrea Biefeld hat hier eine Geschichte geschrieben über Lulu, ein 19-jähriges Mädchen. Lulu steht für Luisa, die noch zur Schule geht, kurz vor dem Abi steht, zusammen mit ihrer besten Freundin in der WG wohnt und eine kleine Pferdenäherin ist und dann eben nach Kanada geht, ich glaube für 3 Monate war es gewesen, zu ihrer Tante und dort dann eben die Pferdefarm zu unterstützen. Ihre beste Freundin ist aktuell verliebt in einen Typen, der uns nicht ganz so sympathisch ist und der auch Lulu selbst schon so ein bisschen angemacht hat und das spricht natürlich nicht gerade für ihn. Und so gibt es Streit zwischen den Freundinnen und Lulu trifft dann übers Telefon auf Olli, einen jungen Mann, der auch eben auf der Suche nach dem neuen Freund von Pam, der besten Freundin ist. Und die kommen ins Gespräch, treffen sich zu einem Blind Date und merken dann beim Blind Date, oh, wir kennen uns. Vor Jahren waren wir mal zusammen im Sommerlager, Ferienlager, im Urlaub. Und Olli ist im Grunde Milo, also so hat er sich damals Lulu im Grunde vorgestellt. Und hat damals gewettet, dass er sie eben ins Bett bekommt und hat diese Wette gewonnen. Und Lulu war aber schwer verliebt, hat ihn auch bis heute nicht vergessen können. Und auch Milo geht es so, denn er hat es sehr bereut, dass er sich auf diese Wette eingelassen hat. Und versucht das jetzt eben, im Grunde wieder gut zu machen. Ob die Lebensgeschichte zwischen beiden eine Chance hat und wie das mit Pam und ihrem neuen Freund ausgeht und warum der gesucht wurde, das müsst ihr dann natürlich selbst lesen. Ja, ich habe Andrea Biefeld letztes Jahr das erste Mal in Frankfurt kennengelernt, habe letztes Jahr auch ihre Nilamrut-Reihe gelesen und war sehr von ihrem Schreibstil angetan, auch von ihrer quirligen und lebendigen Art, wie sie mir auf den beiden Messen jetzt einfach über den Weg gelaufen ist. Es war immer super lustig und ist auch so eine Strahle Frau und wir haben auch so ein bisschen Kontakt über Facebook, wo wir uns da einfach ein bisschen austauschen, gerade halt dann, wenn gerade ich ein Buch von ihr sozusagen gelesen habe oder auch wenn man so einfach ein bisschen wenn sie Neuigkeiten hat. Und ich war total gespannt auf diese Art von Geschichte, denn ich kenne ja jetzt im Grunde nur Fantasy von der lieben Andrea Biefeld und war eben gespannt, wie sie das so ein bisschen sommerlich, leichter, Mädchen frauenhaft macht und sie hat mich absolut überzeugt. Das war eine wunderbare Geschichte, die mir gerade, ich war zu der Zeit krank gewesen, die mich wirklich begeistert hat, die mich mitgerissen hat, die mir Freude bereitet hat, die mir Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, die Gefühle geweckt hat und man konnte sich da so wunderbar hineinversetzen in Lulu, wenn man eben einfach auch schon selbst mal so eine erste junge intensive Liebe erlebt hat und es war einfach so echt und hat sich so wirklich angefühlt und man freut sich mit, man leidet mit, man ist skeptisch, man hofft, dass da nicht irgendwas schief geht und das fand ich wunderbare Gefühle, die das in mir geweckt hat. Es ist wirklich unglaublich toll gelungen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Winterzauber wird auf jeden Fall von mir noch gelesen, passt nur für mich persönlich jetzt einfach gerade nicht in die Jahreszeit. Habe ich auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und bin dann eben auch sehr gespannt, wie sich diese Reihe entwickelt, welche Charaktere wir in der Reihe dann noch kennenlernen und bin hier wirklich angetan von ihrem Schreibstil und es hat mir einfach Spaß gemacht. Dieses etwas locker und leichte und trotzdem an den richtigen Stellen genug Gefühl, genug Tiefe, das ist wirklich eine perfekte Mischung, hat Spaß gemacht, kann ich absolut empfehlen. Und Leute, das Cover ist pink, also was soll man da mehr wollen? Nein, es sind ja keine Coverkäufer, aber ich finde, das spricht einfach so wirklich einfach so uns Mädels, uns jung gebliebene Mädels eben einfach an und ich fand Inhalt toll und war wirklich begeistert und kann das Buch jedem empfehlen für 1,99 aktuell. Also das ist ja im Grunde wie geschenkt. Greift zu, wenn ihr auf der Suche nach einer schönen, lockeren, sommerlichen Geschichte seid.
Weiter geht es mit einer Art Sachbuch, würde ich es nennen, und zwar von Alyosha Long und Ronald Schweppe, Bao, der weiße Panda und das Geheimnis der Gelassenheit. Ja, hoch, da kommt das Lesezeichen rausgestürzt. Ja, das Buch habe ich in einer meiner Mind-Magazine entdeckt und war da direkt, habe mich angesprochen gefühlt. Ich bin immer auf der Suche nach mehr Gelassenheit. Ich weiß, dass ich da schon viele Schritte getan habe und dass ich auch durch meine Meditation und mein Yoga da auf einem guten Weg bin, wollte aber einfach neue Denkanstöße, und da ist mir im Lotus Verlag eben dieses Büchlein über den Weg dann gelaufen, sodass ich dachte, das fragst du beim Verlag einfach mal an. Und als es bei mir ankam, habe ich mich unglaublich gefreut, weil es auch einfach so niedlich aussieht mit dem Panda. Ja, es ist nicht der weiße Panda auf Farbe bezogen, sondern eben auf dieses weise, wissend, und finde ich ein tolles Wortspiel, gefällt mir unglaublich gut. Ja, unser kleiner Bao ist ein kleiner Panda-Bär. Und der ist ängstlich, wütend, aufbrausend, ist total gestresst, total ungeduldig, genervt. Und eines Tages verliert er irgendwie seine Familie. Er geht dann eben auf die Suche nach seiner Familie und trifft unterwegs eben auf, im Grunde Lehrer, die ihm eben sagen, du musst den Weg der Gelassenheit finden, suchen. Und wie du ihn eben dann findest, wenn du ihn denn suchst sozusagen. Ja, ich glaube, so haut es hin. Und ja, Bao begegnet dort eben unterschiedlichsten Unterstützern, von einem Vogel, von einem Krokodil, über eine Wolke bis hin zu einer Schildkröte. Und die übermitteln ihm eben alles so Aufgaben und worüber er einfach mal nachdenken soll. Und durch diese Reise begleiten wir Bao. Es ist aber nicht nur die Reise, die wir hier lesen, sondern es sind eben auch, weil es eben ein Sachbuch ist, ganz viele Tipps und Infos und Tricks dabei und auch Meditationsübungen, wie man dazu kommt, gelassen zu sein. Und ich mochte die Anregungen hier drin unglaublich gerne. Ich mochte es, wie es verpackt wird, weil ich glaube, dass damit einfach jeder etwas anfangen kann, der sich vielleicht selbst auch gar nicht für esoterisch, spirituell hält, weil ich glaube, das bin ich im Großen und Ganzen auch nicht. Also spirituell vielleicht noch eher als esoterisch, aber ich glaube, es würde sich vielleicht jemand abgeschreckt fühlen, wenn er sagt, oh, jetzt soll ich hier irgendwie sowas mit Meditationen und Hokuspokus lesen. Die Geschichte von Bao macht es eben sehr menschlich, weil Bao eben genauso ist wie ganz, ganz viele Menschen, auch wie zum Teil eben ich es bin, und man sich da ganz schnell einfindet und dann eben durch die Tipps und die Empfehlungen und auf was man ein bisschen achtet und gerade die Achtsamkeit, das Atmen, das in sich lächeln und solche Dinge, das Jetzt genießen, das Loslassen ist eben ganz wichtig. Und ich glaube einfach, dass dieses Buch für jeden etwas ist, der auf der Suche nach mehr Gelassenheit ist, es aber nicht zu extrem vielleicht möchte, sondern nachvollziehbar und echt möchte und eben auch Übungen für jeden Tag haben möchte, der sich mit Meditation beschäftigen möchte. Und das hat dieses Buch absolut geschafft. Es hat mich unglaublich unterhalten, weil ich mochte die Reise von Bao ganz, ganz gerne lesen. Und es war lustig, es war zum Schmunzeln, es war zum Nachdenken und dann wirklich diese Praxisbeispiele und diese Hinweise, was eben in uns auch passiert, damit wir vielleicht einfach nicht gelassen sind, fand ich total groß, fand ich. Fand ich großartig und wirklich gelungen, und ich glaube, dass das einfach viele mitnehmen kann und auch mitreißen kann und eben auch einfach dazu bringt, mal über sich selbst nachzudenken. Ich glaube, das machen wir tatsächlich viel zu wenig, auch wenn es viele Menschen gibt, die ich-bezogen sind, aber das so über sich und was einem gut tut. Und ganz, ganz großartiges Buch, was mir tolle neue Gedankenstöße gegeben hat und mich wirklich langfristig, glaube ich, auch einfach so ein bisschen bewegt hat und bewegen wird. Und ich habe mir auch einiges so ein bisschen markiert und habe mir auch die Übungen mal genau angeguckt und greife darauf jetzt auf jeden Fall zurück, und fand ich wirklich toll. Wer auf der Suche nach so etwas ist, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen, weil es eben eine wunderbare Geschichte innerhalb des Sachbuches auch ist und einfach Spaß gemacht hat. Und das wohl letzte komplett gelesene Buch in diesem Monat wird Die Königin der Schatten sein, und zwar der zweite Teil mit dem Untertitel Verflucht von Erika Johansen, ist Mitte Mai im Heine Verlag erschienen und wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als broschierte Ausgabe 14,99 Euro. Ich habe es als E-Book zur Verfügung gestellt. Ich hatte auch schon den ersten Teil als E-Book gelesen und finde das nach wie vor einfach sehr praktisch. Aber es soll natürlich jetzt um das Buch gehen. Es ist ein zweiter Teil, deswegen ist es eigentlich schwierig, direkt was über die Handlung zu erzählen. So im Großen geht es in dieser Welt um Kelsey, ein junges Mädchen. Ich glaube, sie war 17, 18.
Im ersten Teil, sie ist sehr behütet und beschützt und von allem abgelegen, aufgewachsen. Eines Tages kommen Ritter der Garde und begleiten sie, ja, eigentlich ein bisschen gegen ihren Willen in das Schloss. Denn der aktuelle Herrscher, der aktuelle König ist gestorben und man hat Kelsey als rechtmäßigen Thronfolgerin sozusagen versteckt, weil sowohl alle Machtbesessenen wie auch das Volk von Terling, so ist das Land, in dem Kelsey wohnt und dann auch regiert, eigentlich ja kein Fan von diesem Königszweig sind. Ja, aber Kelsey wäre nicht Kelsey, wenn sie das im ersten Teil nicht sehr tough und mutig und ja im Grunde begeistert für den Lesern erlebt hätte. Und es ist natürlich auch ein bisschen Magie mit in dieser tollen Fantasy-Welt. Und ja, zur Fortsetzung, zum zweiten Teil, also es wird eine Trilogie, der dritte Teil soll wohl sogar schon Ende des Jahres erscheinen. Ich muss ehrlich gestehen, am Anfang habe ich 2-3 Seiten gebraucht, um reinzukommen, und dann ging es relativ flott. Es ist natürlich immer der Nachteil bei Reihen, wenn die so weit auseinander liegen, dass man sich nicht mehr detailgetreu an alles erinnert. Es macht natürlich manchmal Sinn, einfach den ersten Teil nochmal zu lesen. Kriegt man aber halt zeitlich in der Regel nicht immer alles so hin. Und es hat einfach einen Moment gebraucht, bis man drin war, bis man wieder wusste, wer ist wer, wer steht auf welcher Seite und was ist unser Ziel. Aber als das dann soweit war, waren die Seiten wie weg. Also ich habe die weg verschlungen. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, Kelsey zu folgen. Ich mag diese Protagonistin. Sie ist mutig und tough und stark und auch sehr vernünftig. Und das ist wirklich, ja, sie holt sich auch Rat bei ihren, ja, Vertrauten, und man könnte fast ein bisschen meinen, sie ist eine etwas angelehnt an Daenerys Targaryen. Wer die aus Game of Thrones kennt, hat mich sehr oft erinnert, so dieses manchmal doch sehr leidenschaftliche, dann aber im richtigen Moment trotzdem so ein bisschen zurückgenommen und auch mal besinnt und sich fragend, was ist richtig, wie soll ich was tun, hat mir unglaublich gefallen. Überhaupt die Charakterbildung über alle Charaktere, wir erleben ja die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, fand ich mega interessant und toll geschrieben, und es hatte sehr viel Tiefe, es hatte einfach sehr viel Fantasy, und ich liebe das. Ich mochte die Welt, in der wir uns befinden. Ich mochte die Intrigen, die gesponnen werden. Ich mochte die Gedanken, die die einzelnen Protagonisten hatten, die wir eben verfolgt haben in ihren Leseabschnitten. Und ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Ich mochte den zweiten Teil wirklich sehr. Er war spannend und packend und hat mich auf allen Seiten wirklich mitgerissen. Und ich bin mega gespannt, was jetzt dann der letzte Teil sozusagen uns noch erwarten lässt und wie dann durch die Geschichte um Terling und um Kelsey und natürlich auch die Rote Königin und alle anderen eben weitergehen wird. Was auch so diese leichte Liebesgeschichte, die angedeutet wird, was die noch so ein bisschen bringen wird, ob die jetzt vielleicht im dritten Teil ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ich hoffe es ja nicht, aber so ein bisschen Liebe sei Kelsey natürlich gegönnt. Fand ich wirklich einen tollen zweiten Teil einer Trilogie, der einfach anfangs ein bisschen, ja, vielleicht Schwäche hatte, weil man nicht gleich so reinkam. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können, aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Hat mir sehr gut gefallen und ja, ich bin froh, dass ich auch den zweiten Teil gelesen habe. Und das war ja zumindest mit den 11 abgeschlossenen Büchern mein Büchermonat. Die 2 zum teiligen Bücher, die ich eben auch anteilig jetzt hinzurechne, ist einmal A Feast for Crows von George R. R. Martin, der vierte Teil der Reihe. Hier habe ich 536 Seiten geschafft bis zum 31. Mai, was einfach daran lag, dass danach ein Gemeinschaftslesebuch dran war und ich einfach noch ein bisschen gewartet habe, sozusagen, bis mein Mitleser soweit war. Dann habe ich in dieses Buch gegriffen und ja, ich finde immer, es ist das englische Buch, ich finde immer, das lässt sich irgendwie trotz der Sprache super leicht lesen. Es ist ein amerikanisches Englisch, was mir persönlich viel mehr liegt als das britische Englisch, und ja, man ist da drin, man ist dabei. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt bis zur Hälfte grob, ja, gekommen. Also man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ich habe danach noch ein bisschen weiter gelesen. Es ist jetzt schon wieder 4, 5, 6 oder ja, ein paar Seiten auf jeden Fall mehr, als es am also am Monatsende waren, weil ich zwischendrin eben immer reingegriffen habe. Wenn ich eben vielleicht zum Beispiel bei meinem Lesepensum, beim Gemeinschaftsbuch schon fertig war, habe ich hier hingegriffen und ja, mache ich jetzt aber erstmal eine Pause, weil ich es tatsächlich ein bisschen langweilig finde und es hier Charaktere zeigt, die mich eigentlich nicht so interessieren, auch der ihre Gedanken mich eigentlich nicht so interessieren, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja mein Juni-Projekt und der Juni ist ja, ja, im Grunde noch lang. Ich habe ja im Grunde vorgegriffen, weil ich einfach dachte, mit was fängst du jetzt an, bevor du mit dem Gemeinschaftsbuch anfängst, und da habe ich noch 536 Seiten geschafft.
Und ja, dann habe ich hier auch schon ein paar Tage vor dem 1. Juni sozusagen gelesen, und zwar In Abbette von Ian McEwan. Das ist ein Name, der geht nicht in meinem Kopf. Hier habe ich 246 Seiten geschafft bis Monatsende und den Rest dann ja im Grunde im Juni weitergelesen. Einfach weil ja der Monat auch mittendrin in der Woche sozusagen geendet hat. Und ja, und die beiden Bücher haben eben zu Teilen jetzt noch zu dem großen Monat dazu gezählt. Und so sind ja wirklich diese vielen Seiten auch zustande gekommen. Und ja, also mich freut es. Es war ein toller Büchermonat. Ich werde auch noch so auf meine Liste gucken. Bin ich jetzt sehr gespannt beim Zusammenschneiden. Ihr habt es ja jetzt schon gesehen, welche Eindrücke ich so noch ein bisschen hinterlassen hatte. Ich denke, mein absolutes Monatshighlight war Hope Forever von Colleen Hoover. Auch die Königin der Schatten fand ich sehr, sehr toll. Und ich mochte auch Sommerzauber von Andrea Biefeld. Fand ich eine super lockere, leichte, wunderbare Liebesgeschichte. Und ja, ich glaube, so als Flop kann man wirklich einen Sommer mit Pippa von Britta Sabak, glaube ich, zählen. Das, ja. Ja, also es war ein gemischter Monat und es muss auch wie immer Schatten geben, damit man die Sonne erkennt. Da kommt eine Memes. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Büchermonat, der ja doch ein bisschen länger ausgefallen ist. Aber was will man denn wirklich bei, ich sag mal, 11 und 2 halben Büchern irgendwie sagen? Das dauert dann natürlich eine Weile. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht habt ihr ja auch eins dieser Bücher schon gelesen. Dann könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren ein bisschen erzählen, wie es euch vielleicht gefallen hat. Würde ich mich auf jeden Fall sehr über den Austausch freuen. Wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.